إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نبدا بار نصائح إس بلوغال فون النصيحة إن غاتش لابد إن غاتش ليبي أن أونس ألي هي ديز كلاين هفتشن جيبس أونغيفير 85 غاتش ليبي ألا ما كان نش ألس أزو نيمن Wir nehmen inshallah nur die wichtigsten Sachen, was uns auch nützt. Erster Ratschlag und erste Nasiha, an tu'mina billahi azza wa jal. Haqqa imani. Dass man Allah azza wa jal richtig an oder glaubt. Denn an imana billahi azza wa jal kann jeder von uns behaupten, dass er an Allah azza wa jal also glaubt. Wenn jemand nicht an Allah azza wa jal glaubt, der ist kein Muslim. Der ist sogar auch keine, ich kann sagen, nichts. Denn Allah Azza wa Jal قال وما خلقت الإنس أو ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Warum hat uns Allah Azza wa Jal also erschaffen, damit wir ihn dienen? Und die Frage ist, was wissen wir über Allah Azza wa Jal? Was wissen wir über Allah Azza wa Jal? Meine ich damit, seine Eigenschaften, seinen Namen, was heißt zum Beispiel Ar-Rahman oder Ar-Rahim oder Samad oder Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Salam, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar und so weiter. Diesen Namen, wenn wir diesen Namen nicht richtig wissen, was das heißt, schwer. Allah ist schwer. Anna Asma, Allah Azza wa Jalla Husna. Wenn du einen Namen von Allah Azza wa Jalla kennst, da kommst du immer nach zu ihm. Da kannst du ihn auch richtig kennenlernen, wer Allah Azza wa Jalla ist. قال الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو أقمت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى أسماء الله عز وجل سكبت في البوشة دي أنس أكلت هابن was das heißt. Da kannst du einen Vortrag nur über einen Namen über Allah Azza wa Jal, also reden. Denn der Taqarrub, dass du nach zu Allah Azza wa Jal kommst, dass du auch Angst vor Allah Azza wa Jal auch bekommst, dass du auch diese Fürchtung von Allah Azza wa Jal auch bekommst, kannst du nie das bekommen, erst wenn du diesen Namen und die Eigenschaften von Allah Azza wa Jal kennst. Subhanallah. Jeder von uns zum Beispiel, wenn er mit einem Bruder trifft oder so, da kommt diese Kennenlernen. Und dann auf einmal, du kennst über ihm so viele Sachen, seine Eigenschaften. Kann sein, dass er mit dir in gleicher Stadt ist, aber du warst noch nie mit ihm auf der Reise. Wie kannst du ihn kennenlernen? Kamajaa, ein Mann, der wollte heiraten. Und dann Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, hat jemand andere gefragt über diesen Bruder. Sagte ihm, kennst du diesen Bruder, damit er die Schwester heiratet? Ist er vertrauenswürdig? Sagte dieser Mann, sagte, ja, ich kenne ihn. Umar ibn Khattab sagte ihm, kennst du ihn? Warst du mit ihm auf die Reise? Sagte nein. Hast du mit ihm ein bisschen Tijara gemacht? Sagte nein. Hast du bei ihm dein Geld gelassen? Sagte nein. Und danach Umar ibn Khattab sagte ihm, du lügst. Du kennst ihn nicht. Wie kann sein, dass du ihn kennst und du warst nicht auf die Reise mit ihm. Du hast auch kein Tijara mit ihm gemacht und du hast auch dein Geld nicht bei ihm gelassen. Du bist ein Lügner. Bei uns so Sachen, man kann immer sagen, ja, ich kenne den Bruder. Aber richtig intensiv, wann kannst du einen Bruder richtig kennenlernen? Wenn du mit ihm auf die Reise bist, dann genauso. كذلك أسماء الله عز وجل
وصفاتي. بسكبت الحمد لله قلت واش نحفظ تخيل ابن الزاخر وجزنا من اخ دميت في اخ نعط الله عز وجل كم الله عز وجل يقول ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله. ليش تسيدا زاك ايش من المؤمن ولا المسلم وتن دزاك يا ايش كلاب ان الله عز وجل ايش كلاب اوخ ان زين انجل ايش كلاب اوخ ان زين بوشه ايش كلاب اوخ ان زين بروفيتن ايش كلاب اوخ ان القدر خيره وشره وشره ديزا فور بيستيمون هيست داس ها فور بيستيمون Wenn du das nicht oder wenn du nicht daran glaubst, an diese sechs Säulen von Iman, glaubst, dann bist du kein Muslim, kein Muslim sogar. Wenn du nur von oder von einem Propheten nicht, an einen Propheten nicht glaubst, dann bist du auch kein Muslim. Und wenn du auch nicht an ein Buch nicht glaubst, genauso. Weil Allah Azza wa Jal hat viele Bücher, die wir wissen, die wir auch nicht wissen. Und auch viele Blätter, die wir auch wissen, die wir auch nicht wissen. لكن العلماء كما قال ابن قيم رحمه الله قال alle Bücher, die wir wissen, die wir nicht wissen, sind in vier Bücher. Wie ein Zusammenfassung. التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. Seit Adam a.s. bis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diese Blätter und diese Bücher, die sind in diese vier Bücher. Und auch diese vier Bücher sind auch im Koran, wie ein Zusammenfassung. وكذلك قال ابن قيم رحمه الله والقرآن جمع في الفاتحة. Zusammenfassung vom ganzen Koran ist Al-Fatiha. Und auch Zusammenfassung, auch von ganze Fatiha ist in ein Ayah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Das heißt, seit Adam a.s. bis Yawm al-Qiyamah, es geht um diese Ayah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Was heißt das auf Deutsch? Iyaka na'budu. Wir dienen dir und dir die alleine bitten. Das heißt, es geht nur um Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. وهذا هو الإيمان. هذا هو الإيمان. Zweite نصيحة ist أن تخلص في أعمالك. أن تخلص في أعمالك. Damit gemeint die Aufrichtigkeit, النية. Warum betest du? Warum bist du hier gekommen? Warum fastest du? Und so weiter und so fort. Jeden Tat, was du machst, muss Ikhlas dabei sein. Wenn nicht Ikhlas dabei ist, kannst du vergessen. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص في العمل. Wir haben öfter gesagt, dass Allah Azza wa Jal ernimmt von uns unsere Taten, was wir machen, an, erst wenn Al-Ikhlas dabei ist, Uttiba' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam folgen. Diese zwei Bedingungen. Wenn einer fällt, könnt ihr vergessen. Kann sein, dass du Ikhlas hast. Du bist Mukhlis. Ihr habt gesehen, die Leute, die Tawaf machen, die weinen, oder? Die schreien mit Dua. Die machen Taten, das ist auch eine Tat. Weil At-Tawaf ist auch ein Ibadah. Und es gibt nur in Mekka. Deshalb beste Tat, was wir in Mekka machen, Tawaf und Hawl al-Bayt. Immer wenn du Zeit hast, mach Tawaf. At-Tawaf, es gibt nirgendwo. Obwohl es gibt in manchen Städten, manche Bergen, manche Dörfer und so weiter und so fort. Aber das ist kein echter Tawaf. Hada yusamma Tawaf Shirk. Tawaf Shirk. Aber einzige Stadt, wo Tawaf gibt,
Vokabe ist. Vokabe ist. Leute, die schreien, die weinen, Hada, kann man auch das als Aufrichtigkeit auch nennen. Aber die Frage, oder die zweite Frage ist, hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam so gemacht? Ha? Wallahi, nie. Kann nie sein, dass der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so gemacht hat. Er hat uns gesagt, wenn ihr Dua macht, keiner darf seine Stimme auf sein Bruder Stimme hochmachen. Keiner. Das heißt, wenn ich Dua mache und du bist neben mir, ich darf dich nicht stören. Und ihr habt auch gemerkt, du machst Dua und auf einmal, die lenken dich ab. Du bist nur bei denen. Du siehst hier und du guckst da und einer mit lauter Stimme und einer mit und jeder hat eigene Stimme. Und dann auf einmal, du bist bei dritter oder vierter Runde. Was habe ich gemacht? Nichts. Gar nichts. Du kannst nicht richtig konzentrieren. Deshalb, was die machen, ist dein Tat. Kann man sagen, die haben Ikhlas. Aber zweite Bedingung haben die nicht. Das heißt, dieser Amal Allah Azza wa Jal wird ihnen nicht angenommen. Nicht. Warum? لأنهم كان لهم إخلاص. Sie haben Ikhlas, aber die haben nicht Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gefolgt. والعبادة توقيفية. العبادة توقيفية. Man darf nicht machen die Sachen, die nicht Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gemacht hat. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والله عز وجل يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Was Muhammad sallallahu alaihi wa sallam uns gebracht hat, nehmt ihr. Und was er nicht gemacht hat, lasst ihr im Stich. Und muss man auch wissen, es gibt vier Arten von Sunnah. Vier Arten von Sunnah. Es gibt Sunnah Qawliyah. Was Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, ist auch ein Sunnah. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أوفوا أرخوا اللحى قال هات كذا das heißt man muss ihm auch folgen bei so Sachen. Warum? Weil es ein Befehl. Und immer wenn du ein Befehl in einem Hadith hörst, علماء الأصول sagen dir, dass das eine Pflicht ist. Warum? Weil es ein Befehl von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أرخوا lest ihr eure Bärte frei. أوفوا lest ihr. Das heißt, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, wir folgen ihm. Und es gibt auch andere Art oder zweite Art, Sunnatun fi'liyatun, was er gemacht hat. Was er gemacht hat, zum Beispiel auch Bart wachsen lassen. Hat gesagt und hat gemacht. Oder? Hat gesagt und hat gemacht. Und dritte Art ist Taqririyah. Heißt, hat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam einen Sahabi gesehen, dass er etwas gemacht hat und hat bestätigt, dass er recht hat. Das heißt, diese Sunnah machen wir auch. Genau wie Bilal radiallahu anhu, lamma ra'ahu Rasul sallallahu alaihi wa sallam, als Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ihn in Paradies gesehen hat. Faqal, ja Bilal, ich habe deine Schritte im Paradies gehört. Was machst du? Warum habe ich dich im Paradies gesehen? قال والله يا رسول الله. Ich schwöre bei Allah Azza wa Jalla, ja Rasulullah. Immer wenn ich Wudu mache, ich verrichte zwei Rakat. Immer wenn ich Wudu mache, ich verrichte zwei Rakat. Das heißt, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das ist eine Bestätigung von ihm, dass Bilal radiallahu anhu recht hat. Das heißt, die Sünde von wem haben wir bekommen? Von Bilal. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat bestätigt. Das heißt, Sünnatun taqririyah. Und vierte Art, die viele Muslime nicht wissen, Sünnatun tarkiyah. Was wir nicht, eine Sünde, die wir nicht machen. Zum Beispiel, feiern, Kandil feiern. Oder Geburtstagsfeier und so weiter und so. Wir feiern nicht. Warum? Weil Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat auch nicht gefeiert.
Der Sahabe dann auch nicht gefeiert. Das heißt, jemand, der euch fragt, warum feiert ihr nicht? Sagt, weil Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht gefeiert hat. Und der sagt, okay, ihr seid Ahlul Hadith, ihr seid Wahhabiten, gib mir einen Beweis. Sag ihm, Beweis, dass es keinen Beweis gibt. Das ist ein Beweis. Beweis, dass es keinen Beweis gibt, das ist ein Beweis. Weil wir haben keinen Beweis, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefeiert hat. Das heißt, das machen wir nicht. Sunnatun tarkiyah, ma fa'alaha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Okay? يعني الإخلاص ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم wenn etwas sagt, صحابته die machen blind. Die folgen ihm blind. لأنه علمهم. Hat die Rishi beigebracht. Wenn die nur hören, was er sagt, die machen sofort. Die haben nicht gesagt, ja, Rasulullah, gibt es Meinungsverschiedenheit. Oder ich bin Hanafi. Oder ich bin so, oder ich bin so, oder ich bin so. Sami'na wa ata'na. Der muss nur sagen, die machen sofort. Abu Bakr radiallahu anhu, als رسول الله صلى الله عليه وسلم in الإسراء والمعراج war. Da haben ihn gefragt, schau mal, was dein Freund glaubt oder denkt. Der denkt, dass ihn bei Allah عز وجل war. Was hat Abu Bakr رضي الله عنه gesagt? قال, إن قال فقد صدق. Wenn das sagt, hat recht. Der will nur wissen, dass das gesagt hat. Krass. Wenn das sagt, hat recht. Ich glaube ihm. Aber bei uns, wir nehmen nur die Hadithen, die uns passt. Die andere Hadithen, die wir schwer finden, sagen wir, nein, entweder gibt es Meinung für Nein, oder das habe ich nicht verstanden, oder ihr seid streng, warum praktizierst du, und so weiter und so fort. Und Allah Azza wa Jalla sagt, يا أيها الذين آمنوا توبوا توبة نصوحة. مش نو فن هي ولا فن هي ولا فن هي. الله عز وجل قال كذلك أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. نمت ايه نو واس ايه ولت واس ايه نش ولت لس ايه مشتيش. نعم. الدين عند الله عز وجل شامل كامل فولشتينديش. ها فولشتينديش. هات محمد صلى الله عليه وسلم. Und Allah Azza wa Jal kein einzige Sache einfach so gelassen. Al-Yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum ad-din wa raditu lakum al-islam din. Nummer 3, ittabi' sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aina ma kunt, egal wo du bist, folg sunnat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und sag nicht, das ist nur Sunna. Nein. Der Shaitan, der kommt von diesen Türen. Der sagt, ja, brauchst du nicht, das ist nur ein Sunna. Und mit der Zeit auch kommen die Pflichten. Lass es. Nein. Alles, was du kannst oder alles, was du machen kannst, mach. Folg Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Denn Ittiba' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ist eine Pflicht. Wa ati'u Allah. وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال ابن عباس رضي الله عنه drei Sachen, die sind immer miteinander im Koran. قال الله عز وجل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إما wenn du im Koran liest ein Vers, أقيموا الصلاة kommt وآتوا الزكاة. Oder وأطيعوا الله weiter und atzi'u al-rasul. Dritte ist Allah Azza wa Jal und dann noch deine Eltern. Qala Allah Azza wa Jal anishkur li wa liwalidayka ilayya nasir. Emma Allah Azza wa Jal kommt al-Tawheed, gleich nach dem Tawheed kommt dein Eltern. Subhanallah. Das heißt, es sind drei Sachen,
زيد إما القرآن إما باللي يتفصل ليست الصلاة الزكاة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، طاعة الله عز وجل قم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، توحيد الله عز وجل قم البر بالوالدين. قال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. سبحان الله، يقارن الله عز وجل توحيده ببر الوالدين، اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم استمشتك تنور وجهك das heißt du bekommst ein Nur in deinem Gesicht. قال الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه in يوم القيامة. Manche Leute die werden weiße Gesichter haben und manche schwarze Gesichter haben. Subhanallah. Ibn Abbas قال رضي الله عنه die Leute die schwarze Gesichter bekommen sind Ahlul Bid'ah. Die Leute die Bid'ah machen, die Leute nicht Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefolgt haben. يوم تبيض وان يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم القيامة. إن يوم القيامة كان كان ده أنظر جيدا بعد أن فحنو زاغ نفسي نفسي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل أمتي تدخل الجنة. ganz أمة von mir wird im Paradies eintreten. إلا من أبى. Außer wenn jemand nicht will. Subhanallah. قال الرسول صلى الله عليه وسلم mein Umma, die werden alle ins Paradies eintreten. Nur jemand nicht will. قالوا صحابة رضي الله عنهم die waren ein bisschen erstaunt. Wie kann sein, dass jemand nicht Paradies rein will? قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Jemand der mich folgt, er wird ins Paradies eintreten. Und wenn jemand nicht mich folgt, der wird nicht. Das heißt einfach. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تدخلك الجنة. وقال الرسول قال الله عز وجل كذلك وإن تطيعوه تهتدوا. Wenn ihr Allah, wenn ihr Muhammad صلى الله عليه وسلم gehorcht, bekommt ihr die Rechtleitung. Aber erst gehorchen. وإن ist eine Bedingung, Schart, ein Schart. Wenn du das machst, dann bekommst du das. وإن تطيعوه تهتدوا. Wenn ihr Muhammad صلى الله عليه وسلم also gehorcht, werdet ihr ins Paradies eintreten. Nummer 4. الوصية الثانية. اتق الله عز وجل أينما كنت. Egal wo du bist, fürchte Allah Azza wa Jalla. Egal wo du bist, Allah Azza wa Jalla sieht dich. Egal wo du bist, sei 100% sicher, dass Allah Azza wa Jalla mit dir. Mit dir heißt mit seinem Wissen. Er weiß genau, was du machst. Ittaqi Allah Azza wa Jalla. Denk nicht, dass Allah Azza wa Jalla dich nicht sieht. Innahu Sami'u. العليم الخبير الرقيب diese Namen von Allah عز وجل und diese Eigenschaften, dass er hört, dass er dich sieht, dass er wissen, was du, egal wo du bist, machst. Sogar auch der weiß in ein Ameise, wo viele Steine sind, wo sie ist.